Manch einer im Forum von Finanzmarktwelt hatte es schon vermutet, dass nämlich die EZB eine Rolle rückwärts macht und sagt, naja, so war das doch gar nicht gemeint, wie Mario Draghi das gesagt hat, respektive ihr habt es doch wieder ganz falsch verstanden. Und genauso ist es dann gekommen, die EZB hat angeblich laut einem Insiderbericht aus der EZB oder eine Quelle, die sich auf die EZB beruft, gesagt, ja, da hätte man doch das ein oder andere überinterpretiert. Mario Draghi wollte doch gar nicht hier sozusagen eine Wende in der Geldpolitik einläuten. Allerdings muss man eben auch sagen, nach einer anfänglichen drastischen Reaktion, die den Euro nach unten gebracht hat, scheint es doch so zu sein, dass die Märkte nicht so recht daran glauben. Und sie tun wahrscheinlich recht daran, nicht so richtig daran zu glauben, denn wir haben ja jetzt derzeit diese EZB-Konferenz in Sintra, Portugal, und da hat Mark Carney gesprochen, der englische Notenbankchef, der sehr, sehr hawkisch war und gesagt hat, ja, wenn die Wirtschaft sich erholt, dann muss man den Stimulus zurückfahren, daraufhin das britische Pfund nach oben geschossen, die Anleiherenditen für britische Staatsanleihen nach oben geschossen, und man kann einfach davon ausgehen, dass man sich da seitens der Notenbanker abstimmt, dass man hier sozusagen irgendwo die Linie parallel fährt, dass also nicht die eine Notenbank das Gegenteil der anderen macht. Das ist wohl nicht der Fall, und wenn Carney extrem hawkisch ist, zumindest für das, was er vorher noch vertreten hat, nämlich es sei zu früh, die Zinsen anzuheben angesichts des Brexit und der Unsicherheit über den Brexit. Man wisse ja nicht, wie die Verhandlungen laufen. Jetzt ist Carney sozusagen in die Zinsanhebungsfraktion gewechselt. Das heißt, es wird wahrscheinlich in UK Zinsanhebungen geben bei der nächsten Notenbanksitzung. Und das bedeutet auch, dass die EZB da wahrscheinlich früher oder später eben doch hawkischer ist, als die Notenbank das heute angeblich sein wollte oder verstanden sein wollte. Das genau ist der Punkt. Jedenfalls sehen wir den Euro wieder nach oben schießen, mehr oder weniger da, wo er vorher war. Vor diesem Dementi haben wir doch alles nicht so gemeint, und auch der Bundfuture, die Rendite deutscher Staatsanleihen, geht wieder nach oben. Also das ist so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel. Vielleicht wollte man mal so ein bisschen testen, wie die Märkte reagieren, schwer zu sagen. Jedenfalls ist der Aktienmarkt, wie auch der Devisenmarkt, wie auch der Anleihemarkt natürlich derzeit fest in der Hand von Notenbankern und deren Aussagen. Ansonsten, wie gesagt, da dreht sich eigentlich alles darum. Ansonsten haben wir nicht viel, was wirklich relevant war. Wir haben in den USA die anstehenden Hausverkäufe wieder schwächer als erwartet, minus 0,8% statt einem Anstieg von plus 0,8%, und es ist der schnelle Anstieg der Preise, der viele potenzielle Käufer hier zurückhält. Man kann sich das schlichtweg nicht mehr leisten, und das ist eben ein Punkt, der noch wichtig werden sollte am US-Immobilienmarkt. Es ist also letztendlich so, dass sich nicht so wahnsinnig viel geändert hat, trotz des Dementi. In Sachen war doch alles nicht so gemeint, die Märkte jedenfalls. In den relevanten Bereichen, nämlich Anleihenmärkte und Devisenmärkte, spielen das genauso und sagen, ja, das ist Rhetorik, mehr ist das nicht, und setzen jetzt die Bewegung im Grunde fort. Gehen wir mal rein in die Charts, gucken uns an, was passiert da, was startet da. Hier sehen wir den DAX, der jetzt sich erholen kann. Wir waren bei 12.532 im Tief, haben also ein neues Verlaufstief gebildet. Dann kam eben dieses Dementi. Das hat den DAX nach oben gebracht. Die Aktienmärkte glauben also an das Dementi, die Devisen- und Anleihenmärkte nicht. Wer hat recht? Große Frage. Wir schauen uns mal die US-Indizes an. Hier der S&P 500 2437, nach wie vor in dieser Seitwärtsrange, etwa zwischen 2417 und 2453. Wir haben den Dow Jones bei 21.432 Punkten. Wir haben den Nasdaq bei 5.718 Punkten. Da haben wir ziemlich genau dieses Tief hier eingestellt bei 5.635, haben das sogar leicht unterschritten. 5.632 war, glaube ich, das Tief. Jetzt kommt so ein bisschen Auftrieb rein, weil die US-Regierung offenkundig keinen Laptop-Bann auch für europäische Flughäfen jenseits der bisherigen Flughäfen, wo es ja diesen Bann gibt. Und das ist sozusagen so ein Signal für viele Tech-Unternehmen, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm kommt. Und diese Tech-Unternehmen sind ja sehr abhängig von der Rekrutierung ausländischer Fachkräfte. Schauen wir uns mal den Euro an, der jetzt wieder so ein bisschen runterkommt. Aber wir sind hier in dieser ersten Reaktion unter die 1,13er Marke gefallen auf dieses EZB-Dementi. Um dann allerdings hier sogar ein neues Verlaufshoch nochmal auszubilden. Aktuell 1,1363, sieht also nicht so aus, als würde der Euro jetzt wieder in den Sinkflug gehen. Die EZB war wahrscheinlich ein bisschen verunsichert, ein bisschen, sagen wir mal so,
Man hatte vielleicht die Wirkung von Draghi unterschätzt und sieht jetzt eben, dass der Euro nach oben geht. So richtig interessiert wird die EZB daran nicht sein. Wir sehen hier die massive Bewegung beim Pfund Dollar 1,2940. Da sind wir im Grunde gekommen von der 1,28 und dann ging es massiv nach oben mit den Aussagen von Carney. Wir haben hier Dollar-Yen 112,13 aktuell relativ wenig bewegt und wir sehen hier beim Bund Future diesen massiven Abverkauf. Der größte Fall des Bund Futures seit fast 2 Jahren und dann diese Erholung, schnelle Erholung, aber so wahnsinnig viel ist von dieser Erholung jetzt eben auch nicht mehr geblieben. Wir sehen eine ziemlich erratische Bewegung beim Öl. Die Lagerbestände sind zwar überraschenderweise nicht gefallen, sondern gestiegen, was eigentlich bärisch ist für Öl, aber worauf die Märkte sich hier fokussieren, ist, dass die US-Produktion an Öl etwas zurückgegangen ist. Das treibt jetzt sozusagen den Markt an. Ohnehin ist der Markt nicht mehr so lang wie früher, daher sozusagen auch ein Potenzial für einen Short Squeeze. Wenn dann die Shorties draußen sind, dann geht es wieder nach unten. Wir haben Gold bei 1249, Silber 16,76 $. Wir haben im Grunde ähnliche Gewinner wie gestern, nämlich die Commerzbank im DAX. Nach wie vor die Aussicht auf eine Wende in der Geldpolitik, die hier treibt. Also auch die Aktionäre der Commerzbank scheinen nicht dran zu glauben, dass die EZB das alles doch gar nicht so gemeint haben will. Und wir haben auf der Verliererseite hier mit einer Erholung jetzt allerdings wieder ein bisschen Google, hier die R-Shares. Es ist schlichtweg so, die EU-Kommission hat ja gestern nicht nur gesagt, wir haben jetzt eine einmalige Strafe, sondern noch 2 weitere Bereiche jetzt in Untersuchung, nämlich das Android-Betriebssystem von Google und dann noch den Bereich AdSense von Google. Und da könnte nochmal eine Strafe kommen, respektive in diesen beiden Bereichen wird Google möglicherweise dann auch die Firmenpolitik ändern müssen. Das heißt, zukünftig dann weniger verdienen und Europa respektive die EU macht etwa 1/3 des Gesamtumsatzes von Google aus. Also das ist dann durchaus schon ein Faktor. Also, es bleibt spannend. Die Geschichte ist ziemlich nervös. Wie meinen Sie das? Haben Sie das so gemeint? Jedenfalls ist da war sehr wahrscheinlich, dass diese hawkische Wende, die derzeit bei den Notenbanken erkennbar ist, nicht vorbei ist und dass die Party dann früher oder später doch wohl ein Ende haben wird, die Musik also zumindest nicht mehr so laut spielt, zumindest deutlich leiser spielt. Ob sie vorbei ist, das werden wir sehen. Jetzt erstmal einen schönen Feierabend. Bis dann, ciao.